willkommen zu einem weiteren Let's Show. Und in dieser Folge möchte ich euch das Haus von Gronkh zeigen, oder zumindest der Nachbau von mir, in der Minecraft Pocket Edition. Und ich habe hier versucht, den so gut wie möglich nachzubauen, mit der Form und allem, das so gut wie möglich nachzubauen, mit der Form und allem drum und dran. Und ja, also hier von außen, dann ist die grüne Form. So, ich gehe mal rein. So, hier konnten keine zwei Kisten hin, weil man die ja noch nicht nebeneinander stellen kann. Und hier hinten fehlt eigentlich, glaube ich, auch ein Kühlschrank, aber den konnte ich jetzt nicht bauen. Dann der Keller ist auch nicht mit dabei. Und ja, hier das Schlafzimmer. So, dann hier wieder kleine Balkon, wo man Überblick über die Farm hat und über... ja, über die ganze Form halt. Dann hier das kleine Lagerhäuschen. Der Download-Link ist übrigens in der Beschreibung, da sage ich ja noch mal was dazu. So. Ja, also hier das Ganze, die ganze Form, alles nachgebaut. Also ich habe es selber gemacht, ich habe das nicht von irgendjemand kopiert oder so oder gedownloadet und selber jetzt mache ich selber einfach Video davon. Nein, ich habe selber gebaut alles. Hier sind jetzt noch keine Melonen, keine Kürbisse, weil es die ja noch nicht gibt. Die könnt ihr dann selber, wenn ihr euch die Map gedownloadet habt, könnt ihr die selber einfügen, wenn es die dann mal gibt. Dann hier die Zuckerrohrplantage und ja, ich habe halt versucht, das alles detailgetreu wie möglich nachzubauen. Ich hoffe, euch gefällt und ihr habt Spaß mit der Karte. Und ja, ich möchte euch nochmal sagen, dass die Welt unsichtbar geschützt ist. Das steht auch in der Beschreibung. Und dass ihr die deswegen nicht verwenden solltet, ohne meine Zustimmung. Also ihr könnt die downloaden und benutzen, aber ihr solltet dafür kein Video oder sowas machen. Oder die für irgendwelche anderen Zwecke verwenden. Ihr könnt halt damit von mir aus spielen und machen, was ihr wollt, aber kein Video davon machen. Bitte, also ich würde euch darum bitten, weil die ist wirklich, wie gesagt, geschützt. Und ja, das war's erstmal für das Let's Show und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!